ist ja... Eine Terrine! Das ist eine Regenbogenterrine. Aus 7 verschiedenen Gemüsen. Verstehe. 7 verschiedenfarbige Partees. Sie hat daraus Streifen wie bei einem Regenbogen gefertigt. Hey Leute, willkommen zu Eggies Fantasy Kitchen. Heute gibt es eines der schwierigsten und aufwendigsten Gerichte, die ich hier, glaube ich, jemals gekocht habe. Und zwar wurde öfter schon in den Kommentaren mal gefragt, ob ich mal die Regenbogenterrine aus Food Wars machen kann. Französisches Gericht mit 7 Schichten. Extremst aufwendig, schwer fand ich jetzt meiner Meinung nach. Und ja, aber alles für meine Zuschauer. Und wie immer, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne wollt. Ich versuche es nachzukochen. Ja, vielleicht nochmal eine Kleinigkeit. Es sind so mega viele Zutaten in diesem Gericht, dass ich jetzt die Zutatenliste am Anfang nicht abgefilmt habe. Ich schreibe es aber wie immer in die Infobox und ihr werdet im Video wie immer eingeblendet sehen, was da halt alles drin ist und die ganzen Mengenangaben, pipapo. Ja, ich hoffe, das Video gefällt euch und viel Spaß! Als allererstes müssen wir unsere Kartoffeln einmal abkochen. Dafür habe ich die schon klein geschnitten, damit das ein bisschen schneller geht. Gut, anschließend müssen wir unser ganzes Gemüse richtig fein pürieren. Hier habe ich das schon einmal gemacht mit unserer Zucchini und den Karotten. Man sieht mega fein alles. Das Ganze mache ich jetzt noch einmal mit den Shiitake-Pilzen, dass ihr das auch einmal seht. Ich habe die erstmal schön klein fein geschnitten, das reicht aber nicht aus. Dafür habe ich mir jetzt hier so einen Küchenkleinen Zerhäcksler geholt. Da kommt nun alles rein. Anschließend der Deckel drauf. Und nun wird das einfach alles komplett durchgehäckselt, dass es halt eine püreeartige Masse ergibt. Gut, so sollte das nun aussehen. Richtig schön fein geworden alles. Das Ganze kommt jetzt wieder in unsere Schale einfach zurück. Man merkt sofort einen richtigen Unterschied. Richtig gut. So, als nächsten Schritt werden wir erstmal unsere Butter in die Pfanne schmeißen. Zack. Und anschließend braten wir gleich unser Hähnchen-Puten-Hackfleisch-Gemisch da an. Eigentlich nur Hähnchenhack. Ich habe jetzt aber nur Hähnchen-Pute-Gemisch gefunden. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach. Gut, wenn die Butter nun geschmolzen ist, geben wir unser Hackfleisch dazu. Braten das jetzt einmal richtig schön gut an. Und anschließend kommen dann die Karotten dazu. Gut, unser Hackfleisch hat nun etwas Farbe bekommen. Das heißt, wir geben jetzt unsere zerhäckselten Karotten dazu. Braten die mit ein bisschen an und würzen das Ganze gleich noch einmal mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Piment. So, nun kommt etwas Salz, Pfeffer und Piment dazu. Einfach von allem so eine Messerspitze ungefähr. Rühren das Ganze noch einmal um. Ah, das wird eine richtig schöne Farbe ergeben. Gut, hier habe ich jetzt noch mal so eine Ei-Schlagsahne-Mischung. Dafür habe ich einfach 7 Eier mit 14 Esslöffel Schlagsahne zusammengemischt. Davon geben wir jetzt einfach so eine gute Kelle dazu. Das wird nämlich unser Bindemittel gleich im Backofen. Wir mischen das alles einmal ganz schnell und legen das Ganze dann gleich zur Seite. Oder stellen das Ganze jetzt gleich zur Seite. Und dann haben wir unsere erste Schicht eigentlich auch schon so gut wie fertig. Gut, so sollte das Ganze nun aussehen. Das Ganze kommt jetzt wieder in eine Schüssel rein und ja, wird dann zur Weiterverarbeitung zurückgestellt. Als zweite Schicht machen wir nun unsere Zucchini-Schicht fertig. Dafür wieder etwas Butter in die Pfanne und etwas Rinderhack rein. Das Ganze braten wir wieder ein bisschen an. Sobald unser Hackfleisch gut angebraten ist, geben wir unsere pürierte Zucchini dazu. Die hat eine richtig geile Farbe. Das Ganze braten wir dann jetzt auch nochmal an und würzen es anschließend wieder mit Salz, Pfeffer und Piment. Solange das Ganze jetzt so ein bisschen am Braten ist, geben wir jetzt einmal unseren Kürbis ins kochende Wasser, dass der auch nämlich schön weich wird. Wenn wir das Ganze jetzt so 2-3 Minuten lang angebraten haben, geben wir wieder eine gute Kelle von unserer Ei-Schlagsahne-Mischung dazu. Also rühren das Ganze schnell wieder um und füllen es anschließend wieder in unsere Schüssel ab. So, als nächstes wieder ein Stück Butter in die Pfanne und anschließend kommt wieder etwas guten Hähnchenhack rein. Sobald das Geflügelhack gut angebraten ist, geben wir unsere Shiitake-Pilze dazu, braten die auch nochmal wieder ein bisschen an mit Salz, Pfeffer und Piment wie immer. Sobald es jetzt wieder gut angebraten ist, wieder so eine halbe Kelle, ja, ungefähr ein bisschen mehr als eine halbe Kelle von der Ei-Schlagsahne-Mischung mit rein. So, einmal umrühren und anschließend auch direkt wieder abfüllen. So, ich glaube, als nächstes könnt ihr schon erraten, wie es weitergeht. Wieder ein Stück Butter in die Pfanne und anschließend kommen unsere unser Kartoffelbrei rein. Der wird auch kurz angebraten und anschließend wieder mit der Ei-Schlagsahne-Mischung abgelöscht, sage ich mal. Hier aber davor, wie immer, Salz, Pfeffer, Piment. So, einmal ein bisschen, ja,
umrühren, soweit es geht. So, und nun geben wir auch schon was von der Eimasse dazu. Wieder alles gut vermengen und wieder direkt abfüllen. Nun kommt wieder ein Stück Butter in die Pfanne. Also langsam habe ich echt keinen Bock mehr darauf. Und anschließend kommt unser ja, pürierter oder gestampfter Kürbis dazu. Den auch einfach wieder mit Salz, Pfeffer und Piment würzen. Und nun auch wieder eine halbe Kelle von der Eimischung rein. Schnell umrühren wieder und anschließend wieder abfüllen. So, jetzt mal was ganz, ganz Neues. Diesmal kommt Olivenöl in die Pfanne. Zu dem Olivenöl habe ich jetzt ein paar frische Kirschtomaten und getrocknete Tomaten. Die werden jetzt auch ein bisschen angebraten. Die habe ich jetzt extra ein bisschen gröber gelassen. Das wollen wir nämlich so. Das ja, sieht dann in der Mitte einfach ein bisschen besser aus. Währenddessen kocht hier jetzt schon wieder das Wasser. Das kochende Wasser tun wir diesmal unserem Blattspinat rein. So, alles rein da. Diese runterdrücken. Zu den Tomaten kommt jetzt Tomatenmark dazu. Das Ganze rühren wir ein bisschen um und braten es an. Hier jetzt aber nur Salz und Pfeffer. Und anschließend wieder was von der Eimasse. Gut, das Ganze wird jetzt auch wieder abgefüllt. Gut, unseren Blattspinat habe ich nun abgegossen. Der kommt jetzt in ein Eisbad. Den lassen wir jetzt einmal kurz abkühlen und anschließend wird er in der Küchenmaschine püriert. So, und nun ein allerletztes Mal wieder Olivenöl in die Pfanne und anschließend wieder Blattspinat angebraten. So, und zu unserem Blattspinat kommt jetzt auch ein bisschen Thunfisch. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen angebraten ist, wieder ein bisschen von der Eimasse dazu, diesmal nicht ganz so viel, und alles wieder durchmischen. Und dann haben wir auch schon unsere letzte Schicht fertig. Gut, ich habe endlich alle 7 Schichten fertig. Also langsam reicht es mir damit jetzt auch mit diesen ganzen verschiedenen Schichten. Auf jeden Fall müssen wir das Ganze jetzt in eine ja, Brotkastenform schichten. Ich habe leider nicht die passende zu Hause gehabt. Im Laden habe ich auch keine gefunden. Deswegen hoffe ich, dass das mit so einer hier einfach klappt. Die ist jetzt nicht ganz perfekt dafür, weil die ein bisschen abgerundet ist und ich hier jetzt auch keine Wand habe, wo eine Abgrenzung ist. Ich hoffe, es verläuft gleich nicht einfach alles auf die Seite. Aber wünscht mir Glück, dass es klappt. Auf jeden Fall fangen wir jetzt allererstes mal an mit unserer ja, Karottenschicht. Dafür schön einfach hier ran drücken. Versuchen auch, dass es gleichmäßig dick ist. Weil wir ja schöne, gleichmäßig dicke Schichten haben wollen. Aber ich bezweifle, dass ich es hinbekomme. Aber mal schauen. Ich gebe mein Bestes. Nach der Karottenschicht kommt unsere Kürbisschicht drauf. Falls ihr euch fragt, wieso jetzt die Farben auch so richtig geil aussehen bei den ganzen Sachen. Ich habe ein bisschen getrickst und habe nämlich noch ein bisschen Lebensmittelfarbe überall dazu getan, damit es einfach ein bisschen kräftiger wirkt. Weil ich fand, das war doch schon ein bisschen trüb alles. Deswegen ein paar Tröpfchen Lebensmittelfarbe. Schadet nicht. Habt ihr auch eine richtig geile, schönere Farbe am Ende. Und ja, es sieht auf jeden Fall besser aus. So, dann kommt nun unsere Kürbisschicht. Ich versuche einfach überall so 2 Esslöffel immer reinzuhauen. Als nächstes die Tomatenschicht. Nun die Shiitake-Pilze. Anschließend kommen jetzt die Zucchinis. Ich finde, die haben eine richtig geile Farbe bekommen. Boah, ich hoffe ja wirklich, das hält gleich alles zusammen, ne? Das wäre jetzt so viel Arbeit, was kaputt gehen würde, wenn es nicht hält. Anschließend der Kartoffelbrei. Und zum guten Schluss kommt jetzt einmal ja, unser Spinat oben drauf. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass die Form von der Höhe nicht reicht, aber perfekt. Ich hoffe, es wird etwas. Ich habe ein bisschen Schiss wegen der Zucchini-Schicht, die nämlich doch ein bisschen flüssig war. Aber mal schauen. Ne? Gut, so sieht das Ganze nun aus. Das kommt jetzt bei 125 Grad für 15 Minuten in den Backofen. Und anschließend wird gebetet, dass es geklappt hat. Gut, solange unsere Terrine jetzt im Backofen ist, bereiten wir schon einmal ja, unsere Soßen vor. Dafür wieder unseren Zerhäcksler. Eine Handvoll Basilikum rein. Eine Handvoll Petersilie. Ein paar Walnüsse. Pinienkerne. Den Saft einer halben Limette. Etwas Salz. Pfeffer. Ich mache das jetzt gerade alles frei Schnauze. Also nicht wundern, ich versuche nachher die Inhaltsangaben irgendwie noch mit reinzupacken. Und einen sehr guten Schuss Olivenöl. Das Ganze wird jetzt wieder ja, klein gehäckselt. Sehr schön, so sieht das nun aus. Ich fülle das mal hier in so ein kleines Schälchen ab. Schon haben wir unsere Soße fertig. Anschließend brauchen wir jetzt noch unsere gelbe Soße. Die machen wir auch mal schnell fertig. Wieder so ein Schälchen. So, für die gelbe Soße ein bisschen Olivenöl wieder. Anschließend etwas Honig. Bunten Pfeffer. Zitronensaft und etwas Senf. Das Ganze rühren wir einmal um. Zack, haben wir auch schon unsere gelbe Soße fertig.
Gut, diese Terrine ist endlich fertig. Aber ich sag's euch, meine Nerven liegen blank. Ich bin echt froh und happy, dass es einigermaßen geklappt hat. Ich hätte mir den Schichten, ja, die sind nicht ganz gleich groß alle, ne? Also die Zucchini-Schicht sieht man nicht ganz so geil. Da war ich wohl ein bisschen zu wenig drauf gemacht. Aber fürs erste Mal bin ich im Groben und Ganzen sehr zufrieden damit. Ich finde, sie sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich dachte, die wird komplett auseinanderfallen, wenn ich die rausnehme. Aber, ja, kann ich mir auf die Schulter klopfen. Gut, ich probiere jetzt mal das gute Stück. Überlege, ob ich alles auf einmal direkt oder die einzelnen Schichten. Ich glaube, ich probiere erstmal so die einzelnen Schichten. Und die Spinat-Thunfischschicht. Hervorragend! Oh ja. Wunderbar. Sehr fischig. Aber ist in Ordnung. So, dann haben wir hier schon die Kartoffelschicht. Ja, wie ein Kartoffelbrei halt so, ne? Aber ich hatte jetzt ein bisschen Spinat noch dabei. Das war schon ziemlich sexy. Schon ganz geil. So, dann die Tomaten. Oh, die Tomaten gefallen mir sehr gut. So, dann haben wir noch... was war das hier jetzt noch alles? Shiitake-Pilze und ja, Hähnchenhack war das, ja? Mhm. Auch sehr lecker, obwohl ich kein Pilzfan bin. So, dann die Karotten noch und den Kürbis. Das ist geil. Gut, dann einzeln schon echt gut. Mal alles zusammen probieren. Das ist ja der Sinn der Sache. Kriege das überhaupt hier alles auf die Gabel drauf? Alter! Junge, Junge! Da ist ein Geschmäcker bei. Das ist so komplett verschieden. Eher so ein leichter Thunfischgeschmack, der aber absolut nicht intensiv ist. Zusammen mit diesen Tomaten und dem Kartoffelbrei, mit den Shiitake-Pilzen und den Karotten noch dazu. Richtig geil. Also, nicht schlecht. Ich habe das ganze Ding hier gleich schon aufgegessen. Ich will das mal jetzt einmal hier mit den, ich sag mal, Pesto hier mal probieren. Oh, das war auch gut. Jetzt nochmal mit dem Honig-Senf. Die war nämlich sehr, sehr erfrischend. Die Soße. Oder das Dressing. Noch geiler als mit dem Basilikum-Pesto. Sehr, sehr lecker. Aber ich glaube, ob ich es nochmal machen würde, ich glaube nicht. Das war irgendwie so mega aufwendig, das alles klein zu schneiden, zu kochen, zu braten. Ja. Zu backen. Ich habe eben, glaube ich, auf 15 Minuten gesagt. Das war ein Fehler. Es waren 50 Minuten im Backofen. Und anschließend noch im Kühlschrank auskühlen lassen. Also es dauert wirklich lange, das Gericht. Ist aber auch dafür sehr, sehr lecker. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, macht es gerne nach. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das geschmeckt hat oder wie euch auch das Video gefallen hat. Und wie immer fleißig in die Kommentare reinschreiben, was ihr noch gerne sehen wollt. Ja, ansonsten schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao!